So, ja genau, so. Ah, hallihallo, liebe YouTube-Freunde, mein Name ist Dennis, ihr schaut die Pflegha-Fotografie und wie ihr schon im Einspann gesehen habt, will ich heute an einem einzelstehenden Baum Bilder machen. Aber nicht irgendwelche Bilder, sondern ich möchte Star Trails machen. Und ich habe mir überlegt, hier aufs Feld zu fahren und eben diesen einzelstehenden Baum mit Star Trails zu fotografieren. Wie gehe ich jetzt da vor, um die Star Trails zu fotografieren? Ich habe eine Belichtungszeit von 30 Sekunden gewählt, eine Blende von 2.8 und eine ISO von 1600 gewählt. Ich habe mich Richtung Norden ausgerichtet und habe den Polarstern genommen, denn der ist der Stern, der sich am Abendhimmel nicht bewegt. Und wenn ihr Star Trails machen wollt, dann braucht ihr den Polarstern als Zentrum, den müsst ihr haben, damit sich dann die Sterne nachher um diesen Polarstern drumherum drehen. Wichtig ist auch noch, wenn ihr bei einer 30-sekündigen Belichtungszeit fotografiert und wollt 300 Bilder hintereinander machen, dann müsst ihr darauf achten, dass der Abstand zwischen den Bildern so gering wie möglich ist und nicht wie bei einer Timelapse 30 Sekunden Belichtung, 30 Sekunden Wartezeit, sodass die Timelapse dann auch wirklich funktioniert. Ihr müsst also Bild für Bild hintereinander wegmachen, sonst habt ihr nachher in dem Star Trail Bild Unterbrechungen drin. Und das wollen wir ja schließlich nicht. Dann bietet es sich natürlich an, ein Motiv zu suchen, das wie hier ein einzelstehender Baum oder eine Kapelle oder, was euch auch immer beliebt, eine zerfallene Hütte, könnt ihr alles nehmen, was ihr möchtet, um diese Bilder zu machen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte es mal im Focus-Bracketing-Modus probieren. Ja, hört sich komisch an. Focus Bracketing funktioniert aber nur, wenn wir den Autofokus eingeschaltet haben am Objektiv. Wenn wir den aber ausgeschaltet haben, dann funktioniert auch kein Focus Bracketing, weil der Fokus auch nicht selber nachfahren kann. Das heißt also, ihr könnt bei Canon den Focus Bracketing Modus aktivieren und könnt dann in der Kamera 300 Bilder einstellen. Ich habe dann die Fokusabstufung trotzdem mal vorsichtshalber auf 10, also das weiteste, gestellt. Die Belichtungsklettung habe ich ausgeschaltet und die Tiefenkombination habe ich ebenfalls deaktiviert. Habe 300 Bilder eingestellt, denn beim Star Trail fotografieren sollte man so zwischen 150 und 300 Bilder machen. Und ich habe mir jetzt eben 300 Bilder ausgesucht, dass ich auch wirklich nachher ein ordentliches Drehen und Ziehen im Bild drinne habe, so dass ich ein ordentliches Star Trail Bild draus bauen kann. Wie man das Star Trail Bild dann draus baut, das erkläre ich nachher, sobald die Bilder hier durchgelaufen sind. Wir verschwinden jetzt, lassen jetzt die Kamera hier auf dem Feld stehen. Das wird so circa 2-2,5 Stunden dauern, bis die 300 Bilder hier durch sind. Und wir verschwinden in der Zeit ins Auto, machen es uns dort gemütlich und schauen uns derweil einen Film an, während die Kamera hier durchläuft. Wir sind am Auto angekommen. Das wird jetzt unsere Bleibe sein für die nächsten 2-2,5 Stunden. Wir werden uns da jetzt gleich reinflacken, werden den Tisch aufziehen, werden den Laptop aufstellen und werden uns gemütlich einen Film reinziehen. So könnt ihr übrigens auch eure Zeit überbrücken, während ihr die Star Trails macht, 200-300 Bilder. Genau, aber was ich noch vergessen habe zu erklären vorhin auf der Wiese, und zwar, wie findet man eigentlich den Polarstern? Der Polarstern ist die Verlängerung, die fünffache Verlängerung hinten vom kleinen Wagen, parallel nach oben. Ich zeige das hier mal auf dem Bild. Oder ihr habt so eine schöne App, und zwar eine schöne App hier, Skyview heißt die, und mit der Skyview App könnt ihr dann schön
den Nachthimmel absuchen und könnt hier, da fliegen zum Beispiel so SL-8 Rocket Body, fliegen da rum. Und zwar von 1971 ist der noch oben im Weltraum und der ist jetzt gerade da hinten, aber das wollen wir ja nicht wissen, sondern wir wollen hier den Polarstern. Und der Polarstern befindet sich genau hier und dann weiß ich, alles klar, mit diesem Punkt muss ich fixieren. Dieser Punkt ist für mich wichtig, um die Star Trails zu machen. Also entweder Skyview App oder, also zumindest ich nutze Skyview, ihr könnt nutzen, was immer ihr möchtet, irgendeine andere Sternen-App oder eben den großen Wagen nehmen, fünffache Verlängerung des hinteren Wagenteils und dann den Polarstern finden. Viel Spaß beim Suchen und viel Spaß beim Fotografieren. Wir gehen jetzt erstmal ins Auto, wärmen uns auf. Schon ziemlich kalt, 0 Grad heute Nacht. Und dann gucken wir mal, was aus den Bildern geworden ist. So, die 2 Stunden sind um. Der Film ist vorbei. Die Bilder laufen hoffentlich noch. Da gehen wir jetzt hin und gucken jetzt, ja, laufen und ob sie was geworden sind. Auf geht's. So, dann schauen wir mal. Jawohl, die letzten Bilder sind am Durchlaufen. Wir haben jetzt so, also die Bilder sind tatsächlich was geworden. Es sind so roundabout 200 Bilder. Ich habe jetzt mal so durchgescrollt und man sieht so richtig schön die Drehung von der Achse. Allerdings habe ich jetzt ein leichtes Problem. Ich habe, während wir den Film geguckt haben, ja, das ist halt der Nachteil dran, wenn man sich die Zeit vertreiben möchte. Vorhin ganz am Anfang, ich blende das hier mal ein, war es richtig schön sternenklar und zum Schluss hin war es dann nachher Dunst bezogen. Ihr habt die 2 Bilder jetzt gesehen. Ich werde die Bilder jetzt trotzdem in Photoshop mit Aufhellen bearbeiten. Das mache ich aber jetzt am PC, da nehme ich euch jetzt gleich mit hin, wie ich jetzt die Bilder nachher in Photoshop zusammenarbeite und dann werden wir mal gucken, ob das was geworden ist oder nicht. Und ansonsten weiß ich jetzt schon, dass ich das auf jeden Fall nochmal machen werde, aber dann mit einem Motiv, das sich definitiv lohnt. Wir machen jetzt auf jeden Fall nach Hause, denn wir haben 3:30 Uhr morgens in der Früh und ja, den Rest dann am PC. So, dann wären wir also am PC. Und was ihr jetzt am PC folgendermaßen tut. Ihr geht auf Lightroom, haut in Lightroom alle Bilder in Lightroom rein. Und jetzt schaut ihr erstmal in Lightroom unter Entwickeln, indem ihr alle Bilder anklickt und dann auf automatisch synchronisieren klickt, sodass ihr überall denselben Weißabgleich habt und überall denselben Kontrast, dieselbe Belichtung und so weiter und so fort. Das ist jetzt also tendenziell wichtig als nächster Schritt. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann geht ihr wieder her, markiert alle Bilder und jetzt geht ihr her und macht Rechtsklick auf alle Fotos, bearbeiten in Photoshop und zwar als Ebenen öffnen. Ich habe das schon mal gemacht. Der arbeitet hier bereits und hackt hier die ganzen Ebenen in Photoshop rein. Und wenn das passiert ist, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Ich lasse den Computer hier jetzt mal arbeiten und melde mich, sobald das passiert ist. Photoshop ist nun soweit, hat alle Daten reingeladen und jetzt passiert Folgendes. Und zwar gehst du jetzt her und markierst alle Ebenen.
wie du das machst bei einem Mac oder wie du das machst mit in Photoshop. Du drückst die Shift-Taste, fährst ganz nach unten, hältst die Shift-Taste und wählst die unterste Ebene aus. So, jetzt hast du alle Ebenen markiert. Und nun gehen wir ganz normal, gehen wir einfach hier oben auf den Reiter von Normal auf Aufhellen. Aufhellen und jetzt siehst du schon, jetzt passiert Folgendes. Und zwar, Photoshop rechnet jetzt alle Bilder, also alle hellen Stellen im Bild zusammen. Das heißt, die ganzen Sterne werden hier zusammengerechnet und es ergibt sich jetzt aus 220 Bildern ein rotierender, fast voll, ein rotierender Kreis. Natürlich waren es jetzt hier in meinem Fall nur 220 Bilder und deswegen ist der Kreis nicht ganz so rund geworden. Aber ich finde dennoch nicht schlecht geworden für den Abend und dass auch noch Wolken reingezogen sind in den Nachthimmel, sodass eine bessere Aufnahme leider gar nicht möglich war. So, jetzt haben wir hier oben noch so Lichtsicher drin von Flugzeugen. Hier an der Seite haben wir noch was drin von Flugzeugen. Und wir haben natürlich hier auch hier unten im unteren Bereich auch noch Lichtbewegungen. Das war ich, als ich mich dort bewegt habe. Gut, das kannst du jetzt alles noch rausnehmen. Auch hier, wenn man mal näher reinschaut, haben wir hier unten im Bild noch... haben wir hier unten im Bild noch so hellere Stellen, ja, so hellere Pixel. Das war natürlich dem geschuldet, dass ein bisschen Staub noch auf dem Objektiv lag. Da kann ich dir nur sagen, mach einfach vorher dein Objektiv sauber, habe ich jetzt leider vergessen gehabt. Beziehungsweise, ich hatte auch nachher das Problem, dass das Objektiv von außen feucht wurde. So, hier sieht man jetzt die Lichtstreifen nochmal besser. Hier auch nochmal. So, und hier unten natürlich. Und die kann man jetzt alle rausnehmen und rausbearbeiten. Habe ich alles schon gemacht und habe das Bild noch vorbereitet. Was du jetzt aber machen solltest, ist hier unten die Bilder, wenn du das speichern möchtest, um einfach besser speichern zu können, hier auf eine Hintergrundebene reduzieren. Das heißt, er erstellt dann aus all diesen Bildern eine Hintergrundebene und so kannst du dann das Bild in einer TIFF-Datei besser speichern und besser bearbeiten. Und dann sieht das Ganze zum guten Schluss, sieht das Ganze dann hoffentlich bei dir genau so aus. Und du hast ein schönes Bild mit Star Trails von deinem Motiv, das du dir rausgesucht hast und hast ein, ja, tolles Bild. Das war's auch schon wieder hier aus dem Büro, für den heutigen Tag, für dieses Video. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und drückt die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Was ich da mache, weiß ich noch nicht genau. Es werden auf jeden Fall keine Star Trails, aber ich werde das auf jeden Fall nochmal wieder machen. Was du mir gerne mal in die Kommentare schreiben kannst, wie machst du denn deine Star Trail Bilder und wie bearbeitest du sie nach? Machst du es genauso über diesen Schritt mit Photoshop oder nutzt du eventuell sogar eine eigene Software, um die Star Trails zu produzieren? Auch da gibt es ja im Netz verschiedene Softwares, die das möglich machen, um Star Trails zusammenzurechnen. Ich mache es über Photoshop. Das ist für mich der einfachste Weg. Dauert zwar, bis die Bilder reingearbeitet sind. Hat jetzt so circa 7 Minuten, 8 Minuten gedauert, bis alle 220 Bilder in Photoshop geladen waren. Und dann konnte ich das Bild generieren und bearbeiten. Ja, das Bild kommt jetzt nochmal für euch und ich verabschiede mich. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, wie ihr es macht und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut, euer Dennis vom Bodensee. Ciao, bis zum nächsten Mal.